Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist es wieder soweit, wir spielen ein wenig Battlefield 1 und wir sehen, mitten in der Runde geht's rein. Ich will gar nicht lang rumtun, deswegen springe ich auch sofort hier ins Gefecht. Und erstmal wird hier das MG bemannt. Und auf die Jagdflugzeuge drauf. Ah, ist unser Punkt. Das schaut hier sehr gut aus von dem Punkt bis dato. Und auch wenn es vielleicht nicht das Spannendste oder beziehungsweise das Ertragreichste von den XP her ist, aber mal so in dem Flugzeug hinten sitzen, ist mörderlustig. Ah, oh, und da hat uns jetzt die Flak runtergebolzt. Schade, weil ich habe eigentlich hier gut schon auf das Flugzeug drauf geschossen, auf das gegnerische. Aber in dem Fall hat es nichts gereicht und dementsprechend springe ich jetzt hier bei dem Punkt rein und wir versuchen, D einzunehmen. Ja, oder ich will erstmal die Flak bemannen. Vielleicht kriege ich hier noch einen schnellen Flugzeug runter. Weil der Gegner ist ja auch ebenfalls fleißig hier am Fliegen gewesen. Haben wir gesehen, aber ich höre nichts, sehe nichts, fühle nichts. Also. So, da hat er zwar ein bisschen was abbekommen, aber es hat nicht gereicht und jetzt geht's weiter. Und hier nehme ich die Flak jetzt mal schnell ein. Weil da passiert jetzt einiges bestimmt am fliegerischen Firmament. Flugzeug, seht ihr das? So, jetzt hat er da richtig Probleme mit mir hier in der Flak. Und damit können wir hier mal den Himmel ordentlich ausdünnen. Ist doch einer. Sag ich doch. Bin noch nicht ganz doof. Da ist wieder ein Flugzeug. So. Sniper. Überall am Start. Mörser sind auch am Start. So, das ist ein eigenes Flugzeug. Das sollte ich in Ruhe lassen. Aber die Flugzeuge, die nerven hier. Deswegen will ich die erstmal... Oh nein, Panzer! Jo, okay, alles klar. Ich lasse die Flak in Ruhe, mein Freund. Schnell hier rein, dann könnt ihr nämlich auf den Panzer gut von oben runterbolzen. Das wäre jetzt mein Ansinnen. Und das klappt auch. Aber ich kann hier noch nicht drauf schießen. Weil ich Nein, ich wollte gerade jetzt hier anlegen. Aber da waren sie schon so lang oben. Da haben sie natürlich das perfekt gemacht und uns rausgenommen. Aber der Gegner ist hier trotzdem so am Kadern mit uns da oben, dass er es da wirklich verdammt schwer hat. So, der kam von oben. Bitte aufpassen. So, jetzt überlege ich nur gerade, weil ich würde ja gern hoch. Weil die natürlich da oben ihren Spaß haben.
Aber ich würde da gerne mit Spaß haben. Nur ich weiß nicht, wie ich hochkomme. Ich krieg ihn wortwörtlich nicht hoch. Ah, da geht's hoch. Da war einer. Ein feindliches Luftschiff ist unterwegs. Da unten ist ein Panzer. So, da hat die Granate dafür gesorgt, dass das funktioniert hat. Jetzt schaue ich mal, wo sie kommen. Na! Eine noch weggenommen, aber der hat mich dann aufgeklärt. Und jetzt haben sie hier das Luftschiff am Start. Schade, ich habe mich schon so gefreut, dass ich den hier rausnehme. Bisschen gecampt und dann zack, weg. Aber hat nicht gereicht. So, der Punkt wird wieder eingenommen. Das reicht in dem Fall. Brauche ich jetzt nichts mehr machen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Die knüppeln sich da nieder. Ja, bisschen martialisch, aber kann man machen. Da wollte der hier auf mein Mate gehen. Habe ich aber nicht zugelassen. Nach! Jetzt habe ich mich so schön hier schon durchgeballert. Aber in dem Fall hat es leider nicht gereicht. Aber wie gesagt, das Team liegt gut in Führung. Also da passt alles. Muss man mal sagen. Bitte was? Ach, da war einer. Drop-Einstieg bei mir. Und jetzt schauen wir mal da hoch. Jo. Das war nicht schlecht. Das muss ich dem Gegner mal wirklich lassen. Den Stolperdraht hier so zu positionieren. So. Erstmal ein bisschen hier chillen. Ah, jetzt. Nimmt die Granate da doch noch ihren Lauf. Nein, nein, nein! Von vorne vorne. Ah, sehr schön, vielen Dank. So, und jetzt gehe ich mal dahinter hoch. Einfach mal hier, zack. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. So, und im Zweifel einfach mit der Panzerbüchse wegmachen. Da liegen sie da rechts hinten. So, ihr könnt es hier gucken, wie ihr wollt. Aber in dem Fall nehme ich euch alle raus. Hier, das ist mal oben endlich mal in unserer Hand. Jetzt haben sie aber den Ballsaal da
eingenommen. Luftschiff ziemlich groß. Mann! Warum muss der da jetzt im Weg rumstehen? Da unten waren drei Leute. Ärgerlich, gibt's doch nicht. Wir haben Einsatzziel Bertha. So schnell hier rein. So, erstmal die Heilung bekommen. Da hat's gepasst. Und das, der Punkt ist eingenommen. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Und da sind meine Leute, das will ich sehen. Hier, schöner Zusammenhalt. Punkt eingenommen. So muss das. Ach, ich dachte mir schon, dass er da runter guckt. Aber... die da oben sind einfach nervige Kerle. Okay, wie kann ich denn da wiederbelebt werden? So. Ja, da ist mal wieder Schicht im Schacht. Und da muss es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, als ob, wenn wir das nicht gewinnen sollten noch. Dann weiß es aber auch nicht. Wir verlieren Einsatzziel David. Panzer gesichtet. Wir haben Einsatzziel David verloren. Sturmpanzer ist natürlich schon eine Nummer. Ah! Mit dem Sägezahnmesser. Nimmt er mich raus. Wenn ich hier schon einmal auf diesen wunderschönen Sturmpanzer, den es da gibt, schieße. Aber ihr seht noch 60 Tickets. Also das sieht verdammt gut aus. Obwohl sie da auch gerade den A-Punkt am Einnehmen sind, wie ich gesehen habe. Nein! Gibt's doch nicht! Sunny! Heb mich auf! Jo! Vielen Dank! Ach, da ist natürlich das Luftschiff direkt über uns. Und ein interessantes Bildchen hat er da am Start. Danke, Kamerad. Und ich wollte es gerade noch beschießen, aber jetzt ist es auch schon definitiv am Ende. Und ihr hört es, der Ton wird intensiver. Da ist das Thema gleich beendet. Springen wir noch einmal hier in den Panzer rein. So, da konnte ich noch einen rausnehmen. Und da ist der Sieg. Und auch wenn es eine verhältnismäßig kurze Runde war, weil ich ja erst zur Mitte des Gefechts reingesprungen bin, muss ich sagen, lief es aber ganz gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Natürlich im Siegerteam geht es gleich direkt leichter. Das ist natürlich ganz klar. Und vielleicht gibt es ja trotzdem noch ein Battle Pack. Mal gucken. Nein, 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 nein. Nein. In dem Fall gab es keines für mich leider. Aber unser Trupp durch fahrzeuggekütete Gegner sind wir auf Platz 3 gelandet. Und ich bin hier auf meinem
Rang 20 natürlich wieder so ein bisschen näher zum Rang 21 gekommen. Also das war doch ganz ergiebig. Und so hat es am Ende des Tages ausgesehen. Ich habe mich da auf dem 24. Platz noch mit 13 Abschüssen, 8 Niederlagen sozusagen verabschiedet. Ja, das war's mal wieder von Battlefield 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.